In 72 Stunden eine Holzhütte bauen oder eine Skaterrampe reparieren. Das ist schon eine starke Gemeinschaftsleistung. Im Rahmen der vom BDKJ initiierten 72-Stunden-Aktion stellten sich am 13. bis 16. Juni deutschlandweit Kinder- und Jugendgruppen der Herausforderung, mit ihrem tatkräftigen Einsatz unsere Welt etwas besser zu machen. Ist eine gute Sache und ist halt schön, sich einfach mal so in der Gesellschaft zu engagieren und einfach was für andere zu tun und nicht selber nur zu kriegen. Und die Jugendlichen hatten jede Menge Ideen, wo geholfen werden konnte. Es gibt so klassische Bauprojekte, wie wir das jetzt hier im Hintergrund sehen. Es gibt aber auch ökologische Projekte, wo die Kinder den Fluss sauber machen oder einen Wald aufräumen und Müll einsammeln. Dann gibt es Projekte zum Thema kritischen Konsum oder soziale Projekte, wo Gruppen ins Altenheim gehen und mit alten Leuten was zusammen machen. Also es ist ganz, ganz breit gefächert, ganz unterschiedlich. Schirmherr Bischof Dr. Mussinghoff besuchte unter anderem die fleißigen Helfer der Jugendeinrichtung Malteser in Barsweiler und der DPSG Bardenberg. Also ich finde einfach wichtig, dass Jugend aktiv wird, dass sie auch was gemeinsam machen und dass es eben Zeichen nach außen ist. Es ist ja nicht nur unser Bistum, alle Bistümer sind beteiligt. 175.000 Jugendliche machen in der Gesamtaktion mit und das ist einfach etwas Schönes, etwas Wichtiges, was da passiert und sind einfach auch spannende Ideen, die Jugendliche machen, unter Anleitung, mit Hilfe, aber sie werden selbst aktiv und sehen damit auch das Soziale, das damit verbunden ist und das ist einfach wichtig, finde ich. Er brachte eine kleine Stärkung als Anerkennung mit und konnte sehen, dass alle mit Spaß bei der Sache waren. Gemeinsam kann etwas Großes entstehen. Es liegt in unseren Händen. Die 72-Stunden-Aktion 2013 hat wieder gezeigt, was Solidarität bewirkt. Allein im Bistum Aachen engagierten sich 7.500 Kinder und Jugendliche in 296 Projekten.